Ein Juggernaut. Kommt sofort. Ich sag Jay, dass er sich Mühe geben soll. Ja, du hast es geschafft. Horizon Rush ist abgeschlossen. Jetzt entschuldige mich. Ich habe ein Date mit ein paar Driftzonen. Ich lege die ultimative Wegbereiterstrecke fest. Also, genau genommen setze ich nur zwei Ziele und du legst die ultimative Strecke fest. Das wird krass! Also gut, wer war es, der bei der letzten Schaurennveranstaltung dachte, es ist nur ein Zug, was soll schon passieren? Ja. Und wer sieht jetzt wie ein Idiot aus? Das bin wohl ich, Ex. Das Rennen war unglaublich und im Namen von Hospital Records möchte ich mich entschuldigen. Bring nicht Hospital Records ins Spiel, Gruppe. Du bist derjenige, auf den die Zugfans sauer sind. Na dann in meinem Namen. Sorry an alle Zugbeobachter da draußen. Ich habe nichts als Liebe für euch übrig. Die Nummer ist für euch. Mein Lieblingsort von Horizon. Jetzt lass das Heck ausbrechen und zeig mir was. Versuch es nächstes Mal durch die Flaggen zu schaffen. Ist nicht einfach.
das nur mal an, es ist doch... Ja. Und das Ding hier, was ist das überhaupt? Willkommen zurück, ihr hört Hospital Radio. Tut uns leid, Dex und ich studieren gerade die Bilder des Juggernaut-Kurses, den Jay als Abschluss des PR-Stunt-Programmes bei Horizon Rush entwickelt hat. Mhm. Und so viel kann ich verraten, er ist etwas Besonderes. Um von da nach hier zu kommen, muss man die ganze Zeit irgendwie in der Luft sein. Das solltet ihr nicht verpassen, Superstars. Es folgt etwas Musik. Das hier ist ein Wegbereiter. Du musst zum Stator zurück, wenn du es noch einmal versuchen willst. Bei nächster Gelegenheit enden. Du hast dein Ziel erreicht.
Records. Bringt euch das ganze Jahr die fettesten Beats. Ihr seid zurück bei Hospital Radio mit Chris Goss. Horizon, wir haben die Festivalerweiterung Nummer 15 abgeschlossen. Also gibt es viele Events zu entdecken. Außerdem haben wir allerhand Neues am Hauptschauplatz. Also, Dex ist gerade unterwegs, um Infos einzuholen und... Hey, hey! Ja, da ist er wieder! Dex, gibt's was Neues? Erstmal die gute Nachricht. Ich habe einen tollen Tamale-Stand gefunden. Ah. Und die schlechte Nachricht? Die Schlangen vor den Klos sind jetzt doppelt so lang. Geh besser los, Chris. Ja. Ich leg die nächsten paar Scheiben auf. Oh. Ja, ich beeile mich lieber. Den Wegbereiter hast du mit Bravour abgeschlossen. Das war unglaublich.
geschafft! Das war großartig. Nimm dir eine Sekunde, um das zu würdigen. Gut, und jetzt nochmal. Du kannst das sicher noch schneller.